Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es wieder mal ein Beauty-Video. Ich danke übrigens nochmals für die wahnsinnige Resonanz der Vlog-Videos. Aber das lassen wir heute mal außen vor. Beauty. Ich möchte mich demnächst auch mit Make-up-Basics beschäftigen. Also jetzt nicht nur Schminktutorials, sondern Basics, die man beherzigen oder berücksichtigen sollte. Also heute das Thema Highlighter. Wir alle lieben den Highlighter, denn nichts sieht schöner aus als ein frisches, gesundes Gesicht, also ein frischer, gesunder Glow auf dem Gesicht. Und den können wir uns ja so aufs Gesicht schummeln mit dem Highlighter. Es gibt Highlighter-Sticks, es gibt Highlighter in butteriger Form, also ganze Paletten. Ich habe jetzt hier mal eine. Und auch diese Highlighter-Drops. Und die können wir verschieden einsetzen. Das ist alles irgendwie eine Sache des persönlichen Geschmacks. Ich mag lieber den flüssigen Highlighter. Ich bin nicht so ein Puderfreund oder eben auch die Sticks bzw. diese Liquid Pearls, die ich schon, die kriegt man irgendwie gar nicht alle. Ne? Das ist das Problem. Ich habe also keinen speziellen Stift, aber es gibt auch Highlighter Sticks, die sehr schön unter dem Augenbrauenbogen zum Beispiel anzuwenden sind. Aber das erzähle ich euch gleich später. Es gibt 8 Dinge, die ihr berücksichtigen könnt, wenn ihr einen frischen Glow auf euer Gesicht zaubern möchtet mit einem Highlighter. Beginnen wir als allererstes mit dem Highlighter auf der Stirn. Der Highlighter auf der Stirn kann aufgetragen werden mit einem Pinsel oder wenn ihr ein flüssiges Produkt benutzt, dann würde ich es unter die Foundation aufgeben und die Foundation darüber. Dann schimmert der Highlighter nur so durch. Also wenn ihr den Highlighter mit einem Pinsel auf die Stirn aufgibt, dann gibt das mittig auf und dann würde ich das so sternförmig ganz sanft verteilen. Am besten mit nicht so einem kompakt gebundenen Pinsel. Der Highlighter im Augenwinkel ist sehr beliebt. Da könnt ihr einen warmen goldigen Ton nehmen oder auch so einen zart schimmernden, so einen zart lila schimmernden Ton. Das sieht man dann am Auge sehr gut. Ich kann das ja mal probieren. Also ein Highlighter im Augenwinkel öffnet natürlich das Auge und macht diesen tollen, strahlenden Blick. Ihr könnt einen Pinsel nehmen oder einen Finger. Ich nehme jetzt mal einen goldigen Ton. Ist ja zu dunkel. Diesen hellen, goldigen Ton. Diesen. Und gebe den mir mal im inneren Augenwinkel auf. Ups, seht ihr das? Und jetzt nehme ich mal eine andere Farbe, ich gehe ja nicht raus. Das ist so ein leicht silbrig-lila schimmernder. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Den gebe ich jetzt mal... Ui, ich meine, ich habe den zu viel. Es wirkt, ne? Das müsst ihr je nach Hauttyp für euch am besten herausfinden. Also ich finde das Goldige, das sieht immer so nach Urlaub aus. Also mir steht das nicht so besonders, wahrscheinlich eher Frauen, die ein bisschen dunkelhäutiger sind oder dunkelhaarig sind, kann ich mir diese hellen Farben ganz gut vorstellen. Also der Highlighter im Augenwinkel vergrößert unsere Augen und macht diesen strahlenden, klaren Blick. Der dritte Schritt, Nasenrücken. Was ich oft sehe, was falsch gemacht wird, dass auf der Nasenspitze der Highlighter aufgegeben wird. Wir sind nicht Mickey Maus, ne? Also um die Nase optisch zu verkleinern, zu verschmälern ohne OP, bietet es sich an, ich mache das jetzt mal mit einem flüssigen, den Highlighter nur auf dem Nasenrücken aufzutragen. Nur auf dem Nasenrücken. Also hier jetzt Stopp. Nicht die Nasenspitze. Und wenn ihr eine ziemlich breitere Nase habt, also breiter als meine, kann man auch noch mit ein bisschen, mit so Contouring kann man noch mit so dunklerem Puder ganz leicht das verschmälern. Also da lässt sich das ganz gut mit einem Stick oder mit einem flüssigen arbeiten. Oder ihr nehmt so einen kleinen Pinsel und geht hier ganz leicht drüber und bitte lasst die Nasenspitze aus. Ganz wichtig. So, das war Schritt Nummer 3. Der Highlighter unter dem Augenbrauenbogen, also hier. Besonders für Frauen, die kleinere Augen haben, wirkt das optisch vergrößernd.
wenn ihr den Highlighter, und da eignet sich besonders gut ein Stick oder ein flüssiger, wenn ihr unter dem Augenbrauenbogen etwas Highlighter auftragt. Und schon, bing, macht es bing. Und ihr seht das ja vielleicht, hier ist nichts. Wie das vergrößert, ne? Es bietet sich natürlich an, dass ihr bei einer Farbe bleibt, ne? Also jetzt nicht verschiedene Highlighterfarben aufs Gesicht aufgibt. Also silbrig, weißlich, perlmuttig, goldig, lila. Das wird dann ein bisschen echt arg, ne? So, das ist erstaunlich, wie das unter dem Brauenbogen, wie das so hervorhebt. Ne? Man sagt immer am höchsten Punkt. So, das nächste ist der Amorbogen. Das ist dieser hier, oberhalb der Oberlippe. Das eignet sich, also mit dem Finger macht sich das besonders gut. Dadurch sind die Lippen schön konturiert. Da muss man echt, das habe ich jetzt ein bisschen viel gemacht hier, da muss man echt vorsichtig sein. Am Abend kann es immer ein bisschen mehr sein. Das Licht schluckt ja viel, ja, aber am Tage muss man da sehr aufpassen. So, also Amorbogen hier. Ihr könnt aber auch gerne, wenn ihr ein pudriges Produkt nehmt, mit einem kleinen Pinsel das machen. Flüssige Produkte ist immer besser mit dem Finger. Da habt ihr ein richtig gutes Gefühl, ja. So, wenn ihr auf den Lippen etwas Highlighter auftragt, also mittig auf der Unterlippe, wirkt der Mund noch voluminöser. Also mittig aufgetragen. Nur so einen kleinen Klecks. Und nun zum Klassiker. Oberhalb des Wangenknochens. Oberhalb des Wangenknochens einen Highlighter aufzutragen, verschmälert euer Gesicht und konturiert euer Gesicht. Dafür eignet sich am besten, sind diese flachen Fächerpinsel, die ihr hier oben ansetzt. Ich kann ja jetzt mal, jetzt nehme ich mal den pudrigen. Das heißt, egal welche Farbe, ich bin eh bunt. So. Und am besten ist es immer, das beste Ergebnis erzielt ihr, wenn ihr das schräg ansetzt und nicht in kreisenden Bewegungen auftragen. Nach oben angesetzt, gerade auslaufend. Ja? Könnt ihr das sehr schön auf dem oberen Wangenknochen konturieren. Und dann haben wir noch die achte Möglichkeit, den Highlighter auf das ganze Gesicht aufzugeben. Denn wenn ihr zu wenig geschlafen habt, wenn ihr müde aussieht, wenn ihr euch müde und schlapp fühlt, wenn euer Ton fahl ist, dann hilft es, einen Highlighter, und da bietet sich wieder ein flüssiges Produkt, solche Drops an, in die Foundation mit einzumischen und auf dem ganzen Gesicht zu verteilen. Dann habt ihr aber Vorsicht mit diesen Glitzerpartikelchen, ja? Dann schummelt ihr euch so ein paar Stunden Schlaf auf euer Gesicht zurück, zwar nicht innerlich, aber äußerlich, und ihr habt ein schönes, frisches Hautbild. Das finde ich ein sehr guter Tipp, besonders für Ladies, die es gerne unkompliziert haben und wo es schnell gehen soll, besonders am Morgen, wenn ihr einfach so, das sind diese Drops von L'Oreal, einfach so ein, zwei Drops da Tropfen in die Foundation mischt und euch mit einem Pinsel gleichmäßig die Foundation auftragt. Die Fehler, die zu vermeiden sind, wenn ihr einen Highlighter auftragt. Einmal die Nasenspitze zu betonen und den Highlighter in kreisenden Bewegungen auf dem Wangenknochen aufzugeben. Immer leicht gerade nach oben die Bewegung. Nicht kreisend, ist ganz wichtig. Wenn ihr keinen Highlighter habt und euch keinen zulegen wollt, könnt ihr auch alternativ einen hellen, schimmernden Lidschatten nehmen und den ein bisschen mit Vaseline mischen oder einer Feuchtigkeitscreme. Dann habt ihr nämlich so ein flüssiges Produkt. Also ganz flüssig natürlich nicht, aber ihr könnt es dann sehr schön mit den Fingern einarbeiten oder aufarbeiten auf die Haut. Aufarbeiten? Nee, einarbeiten. Nicht aufarbeiten. Quatsch, Blödsinn, was ich da erzähle. Manchmal verspricht man sich eben auch. Mal sehen, ob ich das drin lasse oder vielleicht schneide ich es auch raus. So, ihr Süßen, das waren jetzt meine Tipps. Ihr könnt wählen. Pudrige Highlighter, die sind mittlerweile sehr gehypt und beliebt und auch teuer, besonders von gewissen Marken. Ich finde, L'Oreal macht es auch. Die haben sehr schöne Produkte. Ich werde übrigens nicht bezahlt und nicht gesponsert. Nur ich mag diese Drops sehr, sehr gerne. Und die haben auch eine sehr schöne, pudrige
Highlighter-Palette. Das gibt es leider nicht mehr. Das war von Benefit, diese Liquid Pearls. Das sind meine absoluten Favoriten und man kriegt die gar nicht alle. Das ist verrückt, weil man ja wirklich nur minimal Produkt benutzt. Ja? Und als Werkzeug empfehle ich euch, also diese beiden Pinsel wären nicht schlecht. Wenn ihr pudriges Produkt benutzt, schafft euch einen Fächerpinsel an, der ist von Zoeva, ich verlinke den gerne. Oder einfach so ein, das ist so ein Blenderpinsel hier. Kann man das auch besonders hier auf dem Nasenrücken sehr punktuell gut auftragen. So, das waren dann meine Tipps mal heute für den Highlighter. Der, also ich liebe ihn ja auch, ne? Ich benutze ihn jetzt nicht immer. Was ich doch schon mache, dass ich öfter so ein paar Drops mit in die Foundation mische, dass das ganze Gesicht so ein Glow hat, ohne dass ich mir jetzt noch einen Bronzer aufgeben muss und noch einen Highlighter extra. Gerade für berufstätige Frauen ist das sehr schön. Probiert es aus, nehmt nicht zu viel Glitzer, fangt immer mit wenig an, weil auftragen könnt ihr immer wieder. Wenn zu viel drauf ist, dann müsst ihr alles wieder runternehmen und das wird dann komplizierter, das ist schwieriger. Dann müsst ihr wieder von vorne anfangen mit eurem Make-up. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Das ist jetzt an die Ladies gedacht, die neu auf meinem Kanal sind. Ich würde mich freuen und seid besonders gut zu euch. Bis bald. Ciao.